Willkommen zurück zu Let's Play L.A. Noire. Yeah. So, wir sind bei dem Haus der Molnars. Oder so, wie die heißen. Ups. Und die Frau wurde ja tot aufgefunden. Und es gibt einen Verdacht, dass was mit dem letzten Fall zu tun hat. Der gleiche Mörder. Wir haben vielleicht einen falschen eingebuchtet. Oder der hat beide getötet. Nee, Quatsch, kann ja nicht beide töten. Denn der sitzt ja in Untersuchungshaft oder im Knast halt. Am Moller, so. Deitre und Hugo. Mein Partner raucht schon wieder ein. Wir gehen mal rein, einfach so. Oder klopfen wir an? Einfach eindrehen? Nee, anklopfen. Und Moonwalk machen. Zur Seite. Ja, oder so. Phelps and Galloway, LAPD. Is your father home? He'll be home soon. He's been out looking for mommy. What's your name, miss? Michelle Eloise Mahler. Can we come in? I suppose so. Thank you. Could you have a seat for me, Michelle? We're gonna have a look around. Die lässt einfach so mal zwei Männer, einen jungen Mann und einen alten Knacker da rein. Okay. Und der raucht schon wieder ein. Das ist unfassbar, Kettenraucher. Wir dürfen uns umgucken. Da ja, wollte ich sagen, die Mutter muss jetzt nochmal mit ihrer Tochter reden, dass die das unterlassen soll. Aber die ist ja leider tot. Oh, eine Geige. Was soll uns das sagen? Ist da Geld drin? Da kann man doch Sachen drin verstecken. Machen doch manche. Kann man irgendwie spielen? Nee. Wird bestimmt einiges wert. Wem gehört das Zimmer? Ist das von der Tochter? Sieht nämlich aus wie ein Kinderzimmer. Vom Mädchen. Ja. Ein Notizblock oder so. Ist ja auch vom Kind. Er hat nicht mal reingeguckt. So, haben wir hier noch was? Schön alles untersuchen. Nope. Nächster Raum. Sieht aus wie... keine Ahnung. Oh, Schuhe. Oh, Schuhen. Welche Schuhgröße? Oh, mit Dreck. 41. Arbeitsstiefel sind natürlich dreckig. Okay, Arbeitsstiefel. Aber nochmal den holen. Vielleicht ist da Blut dran. Dann haben wir den Fall geklärt. Nein, leider nicht. Kein Blut. Schade. Also ich denke, die Tochter hat die Mutter getötet. Weil sie keine Süßigkeiten bekommen hat. Ja, natürlich. Was können wir alles anfassen? Was haben wir denn da? Oh, und so ein Ringding. Ringding, wie heißt denn das nochmal? Da fehlt auch ein Ring. Komisch. Wie im letzten Part. Hat auch ein Ring gefehlt, oder? Oder haben wir einen Ring gefunden? In so einem Schachtelchen. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist der nicht da. Und am Finger von der Toten ist der, fehlt ja auch ein Ring. Elgin Wristwatch. Probably the same one snatched from her body. Okay. Uhr wurde ja auch abgenommen. Komische Sache. Ja. Oh, wir haben schon alle Hinweise. Ich war gerade ruhig, um das zu hören. Ja gut, hier kann man auch nicht rein. Wir haben wieder alle Hinweise gefunden. Ist hier nix? Hier ist ja noch ein Raum. Aber wir haben... Ach so, wir haben alle wichtige Hinweise gefunden. So, weil hier, wenn man kurz hört, der kleine Ton, da ist auch ein Hinweis, aber können wir jetzt nicht... Doch, können wir noch gucken. Wird aber nicht angezeigt. Aber das hat damit nichts zu tun. Das sehen wir jetzt. Keine große Hilfe oder so. No. Genau. Also brauche ich da mich gar nicht aufhalten. Die sind unnötig. Was ist das? Ja. Wir befragen einfach mal die Tochter. Denke ich mal. Yep. Mal schauen, ob die weiß. Irgendwas weiß. Daddy is trying to find her. Please tell me she's okay. Nein, sie ist tot. Sie ist tot. Your mother is dead. Do you think you could answer a few questions for us? Try. Als ob.
gerade die Nachricht bekommen, deine Mutter ist tot. Und direkt, kannst du ein paar Fragen beantworten? Uns ein paar Fragen beantworten? Ja, klar. Woher soll die das wissen? Fehlenduhren, Ringe. Some of your mother's jewelry was missing. Can you describe her things? Ring, watch. I never paid much attention to that stuff. Also wenn die irgendwie lügt. Warum soll die lügen? Aber weiß es nicht, ich mach Wahrheit. I know it's painful, Michelle. Yep. This may be important. She wore a wedding ring? Mommy chose it herself. A rose gold wedding band and a matching diamond and ruby engagement ring. She wore a watch? Yes. A yellow gold Elgin watch. Daddy bought it for her birthday. They had a fight. It was kind of a makeup present. Okay, sie haben gestritten. Ja gut, das kommt ja vor. Letzter Kontakt. Wann hast du deine Mutter zuletzt gesehen? When did you last see your mother? Yesterday afternoon. I went to a dance at Belmont High. Mommy was supposed to pick me up, but she didn't show. So what did you do then? I was upset. Daddy came instead. Ja, weil er deine Mutter umgebracht hat. Ich glaube nicht, dass die irgendwie lügt. Nochmal Wahrheit. Falsch, fuck. Of course. Some boys offered me a ride home, but that's not the right thing to do. So you were hanging around the school for quite a while. What happened with your father? I don't know. I called and called and finally he answered. He came straight away then. Oh, egal. Alibi. Alibi, das Mann ist toll. Ich habe falsch gemacht, trotzdem neuer Hinweis. Okay. Zustand der Ehe der Eltern. Mom and Dad are happily married. What are you saying? Of course they are. Glaube ich nicht. Aber haben wir irgendwie einen Beweis? Was haben wir denn? Nee, wir haben nichts. Wir zweifeln deshalb mal an. They weren't happy, were they, Michelle? Did your father ever hit your mother? Just the once. She said she would leave him if he ever did it again. He bought her a brooch pin to make up for it. And he always wore her golden butterfly. Thanks, Miss Muller. You've been very brave. Hey! What gives? Daddy, the police are here. Go to your room, please, Michelle. I'll talk to the police. Daddy, Mommy is gone. Go to your room, young lady. She's not even out of school. You can't come in here interrogating her like she's some kind of... Your wife was found murdered this morning. Found? What? But she only... We have some questions that we would like to ask you. Sure, yeah. Yeah, I'll do my best. Er ist total traurig. Ja, super. Okay, ich hoffe, das klappt genauso wie mit dem Verhör mit dem Mädchen. Schuhabdruck am Tatort. What size shoe do you wear, Mr. Muller? Why do you ask? It's routine, sir. Simple process of elimination. Nines, I think. Waren das 43? Aber Größe 41. Aha. Lüge. Why are you lying to me, Mr. Muller? Why would I lie to you at a time like this? Und wir holen als Beweis Arbeitsstiefel. That's funny. The work boots we found here are size 8s. Why lie about it if you've got nothing to hide? Because I always get teased about the size of my feet. You know, small feet, small... Always been true in my experience. Kleiner Penis, falls jemand nicht verstanden hat. Vermisstenmeldung. Eigentlich so typisch. Typischer Mord von Mann. Immer zuerst als vermisst melden und er war es dann selbst, wo sie getötet hat. You phoned in a missing persons report this morning? Yeah, that's right. My wife didn't come home last night. She left around 9:30. Michelle was out at dance. She called me to let me know that Deidre didn't turn up. Ja, das stimmt, oder?
Da hat die Tochter ja schon gesagt, Wahrheit. Fuck! Mann! No. Manchmal blicke ich da echt nicht durch, dann bin ich immer verwirrt, keine Ahnung warum. Alibi, dann befragen wir ihn mal danach. So you were here all night. You stayed in while your wife went out to pick up your daughter? Yes, that's correct. Was? Moment, was? Ich habe dann jetzt gerade... Sie waren also die ganze Nacht hier, sie sind zu Hause geblieben, während ihre Frau ihre Tochter abholen. Nee, das hat doch... Was hat nochmal die Tochter gesagt? Die hat doch gesagt, er hätte sie abgeholt. Angerufen und endlich ist er dran gegangen, dann ist er sofort gekommen. Er ist gekommen! Oh mein Gott! Haben wir das als Beweis? Alibi? Vergebens Hausangriff. Ja. Ach so, vergebens. Ah, er war dann gar nicht da, als sie angerufen hat. Und das nehmen wir dann mal als Beweis für Lüge. Er war nämlich nicht zu Hause. Wenn das jetzt nicht stimmt, dann fresse ich einen Besen. Weil ich bin einfach zu dumm für das Spiel. Yay. Okay, I went out for a while. I was driving around. It's my way of relaxing. Okay. Bewegungen des Opfers. Achso, wo sie war wahrscheinlich. Oder wo sie verkehrt hat. In der Gesellschaft. Your wife went to pick up Michelle? Yes. That's right. Was? Gib wieder so schnell für mich. Was? Ihre Frau ist also los, um Michelle abzuholen. Gut, das... Moment, ich muss nochmal hochscrollen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser, wenn ich das manchmal mache. Was war mit deinem Vater? Ich habe ihn wieder angerufen. Endlich ist er dran gegangen, dann ist er sofort gekommen. Aber sie ist nicht gekommen, okay. Jetzt bin ich am Überlegen. Was haben wir? Da haben wir nichts. Wir können anzweifeln. Wir zweifeln mal an. What happened? You got any theories? Because we're starting to like you for this. The car park by the school is kind of dark. Maybe somebody jumped her there. Did you try the parking lot? Naja, frühere Fälle von Gewalt. Ja, das hat das Kind ja gesagt. Er sagt bestimmt nein. And then strangled. In your case, you have no alibi and a history of violence towards your wife. That's not true. God damn it. Haben wir das im Beweis stehen? Nee, das haben wir aber nicht als Beweis. Also wir müssen ja immer... Ah, da. Da steht's. Schmetterlingsbrosche. Dann nochmal Lüge. Hat er jetzt eben die Wahrheit gesagt? Falls ihr das Spiel gespielt habt, könnt ihr auch sowas manchmal kommentieren, wenn ich was falsch gemacht habe. Oh, ich muss gar nichts beweisen. Doch, ich muss beweisen. I know about the golden butterfly, Hugo, and how you bought your wife off the last time you heard her. She liked to spend money, all right? Dresses, jewelry, her hair, it drove me goddamn crazy. Do I look like a Rockefeller? Nobody likes a cheapskate, Hugo. Getting hostile with us is a very bad idea, Hugo. I'm no murderer. Make some arrangements for your daughter, and then present yourself to Central Station for questioning. You gotta be kidding me, Phelps. Put the cuffs on him. This is an outrage. I didn't kill my wife. Your daughter is in the next room, Muller, so I'm giving you a break. Don't make me change my mind, and don't make me come looking for you. We should go back in there and bust his ass. One, we need to break his alibi. Check phone records, canvass the neighbors. Two, we have motive of domestic violence, which probably goes for half the men in L.A. Three, we have no evidence tying him to the crime scene. Hello, detective.
Okay, Nachbarn befragen, die hat gewunken. Unser Partner denkt immer noch, dass er es war. Aber der ist ja strohdumm. Nicht so wie wir. Wir haben noch Zweifel. Obwohl es mir auch sehr verdächtig vorkommt. Wir befragen erstmal die Nachbarin. Ich habe die terrible News über das Radio. Und du kannst uns mit unseren Inquiries helfen? Yes, sir. They had a row last night. I heard Mrs. Mueller screaming. Did you see Mrs. Mueller come home late last night at all? No, not at all. I did see Mr. Mueller put something in the incinerator earlier this morning, though. I told you he was our guy. Now let's get this bum downtown and into a cell. Look, there he is now. Okay, verhaften. Was? Wo ist er denn? Ah, er rennt jetzt weg. Oh, da ist er. Ah, der verbrennt wieder was. Ah, die Mülltonne habe ich ja eben gesehen. Okay, nicht... Was war das denn? Nicht töten. Kann man Waffe rausholen? Oh. Springen tut er automatisch, Cole, oder? Ja. Kann ich mal die Waffe rausziehen? Ah. A muss ich drücken. Bin ich das so schnell, oder was? Einfach über den Zaun und dann... Oh, auf den Spielplatz. Ich drücke einfach die ganze Zeit A. Sobald ich nah dran bin, dann reiße ich den wahrscheinlich zu Boden. Oh, unser Partner ist da hinten. Mit dem Auto, oder was? Was macht er da? Was macht er? Okay, Idiot. Verbrennungsofen untersuchen. Mal schauen, was er verbrannt hat. Sehr interessant. Oh. Oh, Schuhen. Oh, mit Blut. Ja. Okay. Ja, total. Also, wenn der nicht der Mörder ist, dann weiß ich auch nicht. Yes, sir, detective. Is there someone you can call, miss? I don't... It's home and... You need somewhere to stay, Michelle. You have other family? Grandparents? Aunts or uncles? Call Aunt Helen, but she lives in Acresfield and... Call her. We're gonna get someone down here from Juvenile Hall to talk to you in the meantime. Das ist bitter für die, für das Mädchen. We gotta get some uniforms down here, clean up, take care of the kid. Ja, ist sehr bitter. Mutter tot, getötet von, vom Vater. Hartes, harter Stoff. Was sollen wir jetzt machen? Wo sollen wir hin? Galloway. Homicide Division, Badge Number 564. Die Zentrale hier. Wir können auch zur Schule. Der Fall ist noch nicht abgeschlossen, ne? Ha, aber der Part ist gleich zu Ende. Was sollen wir machen? Moment, da ist doch ein Telefon. Was sollen wir am Telefon? Scheiße, jetzt bin ich eingestiegen, oder? Scheiße. Ah, okay, es geht weiter. Ah, okay, wir sollen wahrscheinlich zum Leichenschauhaus. Yep. Zum Leichenschauhaus. Was haben wir hier? Wir gehen nochmal kurz ans Telefon. Irgendwas melden. Polizeimelder. Aber. Ja, das machen wir im nächsten Part. Wir melden da irgendwas. Ich weiß gar nicht was. Auf jeden Fall haben wir den Vater mal verhaftet. Deutet auf ihn hin. Aber warum ist der Fall noch nicht abgeschlossen? Ich weiß es noch nicht. Bleibt sehr spannend und interessant. Aber ich würde sagen, das war's für den Part. Und wir sehen uns im nächsten. Macht's gut und ciao, ciao.